Moin Sportfreunde, da ist endlich der PG2 von Nike in der, naja, man sagt All-Star Colorway, aber eigentlich ist es die Palm Day Colorway, die Heimatstadt von Paul George. Und so ist der Schuh auch inspiriert, also ich will das einfach mal ganz kurz erzählen, weil ich es ganz, ganz nice gemacht finde. Und zwar ist wirklich dieses Grau-Schwarze hier, steht mehr oder minder für die Wüste, für den wüstlichen Teil von Palm Day. Das Grüne steht für die Natur und das Grüne. Und dieser wirklich krasse Orange-Akzent steht quasi für, so für die Sonnenuntergänge da, die da anscheinend echt geil aussehen sollen. Zusätzlich habt ihr hier in der Innenseite den Zip-Code Tatsache mit, wie ist er denn? 93552 von seiner Heimatstadt. So viel dazu. Ansonsten, ja, mein erster Eindruck, Paul George 2, der Schuh. Ich muss sagen, bis jetzt, soweit ich es jetzt sagen kann, bin ich super, super zufrieden und muss meinen ehemaligen, was ich davor sozusagen prognostiziert habe, fast ein bisschen zurücknehmen. Ihr habt einen Grip, das ist zu 100% nicht für draußen geeignet. Es tut mir leid an alle die, die dachten, jetzt kommt ein Schuh, den man Outdoor spielen kann. Wie auch schon der erste ist das Grip viel zu weich. In der Halle wird es aber wirklich gut sein. Es ist ein Upgrade zum 1er von der Art und Weise, wie gut es den Boden grippt, aber halt super weich. Ich meine, ihr könnt es ja sehen, diese einzelnen kleinen Rillen und so, sie sind halt super weich. Dann die Dämpfung bei dem Schuh ist vom Prinzip her dasselbe Setup, nur dass die Zoom-Unit vorne nochmal 2-3 mm mehr hat, ich glaube 2 mm mehr als der Vorgänger, als der PG1. Das heißt dementsprechend, ihr steht direkt auf der Zoom-Unit und habt keinen Schaumstoff oder sonst was mehr dazwischen. Das fühlt sich richtig geil an, richtig gelungen, richtig nice. Da macht ihr nichts mit falsch. Ansonsten, ja, das Material, es ist eigentlich vom Prinzip her auch wieder dasselbe wie der PG1, aber etwas kräftiger, etwas stärker, es unterstützt ein bisschen mehr. Es ist good to go, ihr könnt den eigentlich anziehen und losspielen, da ist nicht viel mit einspielen, das ist eigentlich all good, das ist ziemlich nice, es fühlt sich wirklich gut an. Für seine 110 Euro auch absolut fair, absolut vernünftig, da kann man wirklich nicht meckern. Von innen ist der Schuh wirklich, ist auch schön mit ein paar Kissen ausgestattet und so, da, wie gesagt, der ganze Sitz des Schuhs ist super nice. True to size ist eure Größe, Definitiv eher für den schmalen Fuß gemacht, ist halt wie der Vorgänger auch schon. Ansonsten, ihr habt halt diesen Strap jetzt nicht mehr. Dafür habt ihr hier diese Lace-Locks-Dinger, diese Schnürung hier, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, sind halt quasi einzelstehend und sorgen dafür, dass ihr neben diesem extra extra Schnürmöglichkeit hier quasi wirklich den Schuh perfekt um euren Fuß rumschnüren könnt, so eng wie ihr wollt. Das ist alles absolut nice. Also ich bin super angetan von diesem Schuh, freue mich, den jetzt richtig zu testen. Klar, ich denke, jeder von euch hat ein dickes L gekriegt, was den PlayStation angeht, die PlayStation Colorway. Aber was soll's, ich finde den hier deutlich geiler, also doch, Tatsache, allein schon aus dem Grund, dass ich den hier wirklich spielen werde. Und den PlayStation, ey, den hätte ich nicht angefasst. Den hätte ich einfach weggestellt, von daher wäre das ja irgendwo auch sinnlos gewesen. Ich freue mich drauf, geiler Schuh. Wenn ihr Fragen habt zu diesem hier oder sagt, ey, vergleicht ihn mal mit dem Einser, damit ich weiß, ob ich den kaufen sollte oder nicht, oder mit anderen Schuhen oder dies, das, sonst was, sagt einfach Bescheid, wie immer. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da, schaut bei Instagram rein oder so, wenn ihr Bock habt. Und wie gesagt, ansonsten zum Q&A könnt ihr auch gerne noch Fragen stellen. Das war's von mir. Das war's hiervon.